Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Alejandro. Ich wurde oft gefragt, was ich tue, damit meine Haare schön trocken werden. Weil ich habe ja schon so einige Videos tatsächlich gepostet zu meinen Wash and Go's oder wie sie dann im trockenen Zustand aussehen. Aber bis jetzt habe ich eines verschwiegen, wie ich die Haare trocknen lasse. Und es gibt dafür viele verschiedene Methoden, die auch für die Haare schonender sind. Man kann ganz klassischerweise auf den Föhn zurückgreifen und heiß föhnen, aber davon bin ich kein Fan, weil ich bin mittlerweile schon seit Anfang 2019 hitzefrei. Klar, man kann auch die Haare natürlich dann auch kalt föhnen mit dem Diffusor, das machen viele, die ja auch Locken haben. Habe ich irgendwann nicht gemacht, weil erstmal machst du immer so und dann tut der Arm weh, dann wächst du den Arm und dann tut dieser Arm weh, außer man ist richtig sportlich, aber meine Muskeln sind leider auch schon ein bisschen kleiner geworden, weil die Gyms ja alle zu sind. Aber ihr könnt euch das Leben auch viel, viel einfacher tun. Und zwar stelle ich euch meinen besten Freund vor, Mr. Ventilator. Dieser treue Begleiter begleitet mich tatsächlich schon seitdem ich meine Haare nicht mehr mit Hitze behandle, also seit Anfang 2019. Und damit hier könnt ihr auch schon wirklich sehr viel erreichen, weil der Ventilator die Haare dann natürlich mit kalter Luft dann trocknet und ihr müsst dann auch nicht mehr lange warten, bis die Haare trocken werden. Vielleicht haben das viele lieber im Sommer gemacht, dass sie die Haare Luft trocknen lassen, aber das dauert dann auch schon mal einen ganzen Tag, wenn man das im Winter machen möchte. Und das Gute bei dem Ventilator ist, das müsst ihr alles nicht berücksichtigen. Ihr könnt es zu jeder Jahreszeit machen, egal wie heiß, egal wie kalt es ist, eure Haare werden dann auf jeden Fall trocken. So, meine Haare, die habe ich auch schon bereits gewaschen und auch mein Wash and Go gemacht. Hier da oben irgendwo findet ihr den Link zu dem Video. Und ich würde einfach mal sagen, ich quatsche jetzt einfach weniger und lege dann auch schon mal gleich direkt los. Während ich meine Haare trocknen lasse, beschäftige ich mich mit meinem Laptop. Versucht euch auch irgendetwas zur Beschäftigung zu holen, denn das kann natürlich auch ein bisschen dauern. Als nächstes schalte ich den Ventilator ein und lasse die Haare so von allen Seiten trocknen. Ich habe für mich festgestellt, dass es Sinn macht, meine Haare 10 Minuten jeweils trocknen zu lassen. Wenn ihr es das erste Mal macht, macht es auch am besten so, jede Seite 10 Minuten. Wenn ihr mehr braucht, dann könnt ihr natürlich die Haare auch länger trocknen lassen. Fue casualidad, porque yo nunca te vi venir. No fuiste una más, te volviste todo. Und ganz zum Schluss lasse ich die Haare noch einmal im Stehen trocknen, indem ich die Locken einmal hochhebe. Und tada, fertig ist es. Die Haare sind trocken und sind wieder schön lockig. Ich finde, das hat eigentlich wirklich gut funktioniert. In meinem Fall macht es keinen Unterschied, wenn ich einen Diffusor verwende oder wenn ich mit dem Ventilator die Haare trocknen lasse. Beide Ergebnisse sehen perfekt aus. So trockne ich immer meine Haare und es ist so einfach, ohne Hitze, ohne verkrampfende Arme, ohne irgendwelche Probleme. Das Ganze hat ca. 40 bis 45 Minuten gedauert. Es dauert zwar länger, als wenn man das mit dem Föhn normalerweise machen würde, aber man kann sich auch in der Zwischenzeit sehr gut beschäftigen. Genauso wie ich das jetzt mit meinem Laptop gemacht habe. Ihr könnt auch genauso andere Sachen machen, wie zum Beispiel mit dem Handy spielen, Hausaufgaben machen, lernen oder Kartoffeln schälen. What? Ja, ich meine es ernst. Ich habe wirklich schon mal Kartoffeln geschält, während ich meine Haare getrocknet habe mit dem Ventilator. Ich weiß, ich bin ein Freak. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu dem Ventilator, den ich hier benutzt habe. Und dann viel Spaß beim Haare trocknen. War das für euch eine Inspiration oder nicht? Lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten folgt mir bei TikTok, bei Instagram und bei Twitter. Blende ich wie immer hier, da oder da ein. Oder hier. Und ja, dann freue ich mich dann schon aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, bleibt sicher. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Todo cambió, el corazón se puso al mar.